Weißen, Ringrichter dieser Begegnung Maurizio Rinaldo. Und dann geht's los. Kampf ist angesetzt auf 6 Runden im Superbantamgewicht bis 55,338 Kilogramm. Da sieht man direkt im Vergleich zu den Schwergewichten das Tempo zu Beginn des Kampfes. Gute Beinarbeit von beiden, gute Bewegungen. Der Kampf wird deutlich interessanter anzusehen. Ui. Der Vasquez kann dann gut zulangen, er hat 3-mal gewonnen, 3-mal vorzeitig. Condori, K.O.-Quote 14,29, bei Vasquez 75%, da ist schon ein Unterschied. Der brettert auch ordentlich drauf gerade. Er sieht aus wie ein kleines Kraftpaket. Aber bis jetzt hat er ausschließlich in die Luft reingeschwungen, weil sich Condori einfach gut rausbewegt hat. Die Führhand von Condori kommt sehr schön raus. Gut rausgestochen. Und variiert ja auch immer zum Körper und zum Kopf. Ui, gut reingekontert. Also wenn Vasquez schwingt, wird das ehrlich gefährlich. Ja, aber er steht noch zu weit weg da von Condori. Und der war sehr gute Rechte. Wahnsinnskonter. Da ist er direkt reingelaufen. Er hat schnelle Hände, der Condori, auf alle Fälle. Nicht nur schnelle Hände, sondern auch ein schnelles Auge. Die Koordination zwischen Hand und Auge funktioniert sehr gut bei ihm. Ja, die beäugen sich dann noch eifrig, die beiden. Also ziemlich viel Leerlauf, würde ich sagen, der ersten Runde. Aber wenn eine Aktion war, dann war es mal knackig. Oder sehr ausgeglichen, Runde 1, würde ich sagen. Condori 7 Kämpfe, 6 Siege, 25 Jahre alt. Aber wir haben es gehört, aus Cochabamba in Bolivien. 2019 ist er Profi geworden. Im 5. Kampf die einzige Niederlage bislang in Swansea gegen den Waliser Joshua John. Er hat heute einen Kampfrekord von 8 Siegen und einer Niederlage. Und der Jaila Vasquez, der hat gleich bei seinem Profidebüt erlebt, wie es ist, wenn man verliert. Punktniederlage gegen seinen Landsmann Biagio Grimaldi. Ja, Vasquez wird jetzt gerade auch ein bisschen aktiver mit seinem Jab. Das muss er auch einsetzen. Wenn er nur seine harten Punches auspackt, wird das ein bisschen schwierig. Weil da schafft er es nicht, Condori zu stellen. Ja, Box, sehr intelligent, der Condori. Und schwer an der Führungshand vorbeizukommen bei Condori.
die knallt dann blitzschnell raus. Er hat auch ein sehr gutes Distanzgefühl. Ja, man sieht es, er wartet auch. Er hat nicht diese Angst oder den Respekt vor der Schlagkraft von Vázquez. Weil man sieht, dass er immer locker flockig ist und bereit ist, reinzukontern. Ja, und hier schöne Rechte wieder zum Kopf von Vázquez. Also die besseren boxerischen Anlagen hat auf alle Fälle Kondori, das sieht man jetzt hier ganz deutlich bei den letzten Aktionen. Ist alles gut vorbereitet, Links-Rechts-Kombination. Er versucht ihn sich zu stellen, da auf die Rechte. Und da hat er schon zwei, dreimal schon gezscheppert am Kopf von Vázquez. Bewegt sich auch sehr intelligent. Bleibt nicht nur in einer Linie, bewegt sich nicht nur nach links zum Beispiel, sondern variiert immer links, rechts, lässt den Gegner in die Leere laufen. Jetzt muss er nur aufpassen, dass er hier nicht stehen bleibt. Das ist natürlich ein Geschenk für Vázquez, wenn er in den Seilen stehen bleibt und seine Hände nimmt. Ja, aber ganz schnell wieder raus aus der Ecke und guter Konter. Ja, jetzt wird ja aber richtig zugelangt in der zweiten Runde, Tempo erhöht, klasse Kampf. Stark, starker Abschluss jetzt hier von Vázquez. Die Rechte wieder reingebrettert. Letzten 10 Sekunden. Ganz, ganz starker Kampf bis jetzt. Darum sage ich immer wieder, ich liebe diese niedrigeren Gewichtsklassen. Da ist immer Tempo dabei, da ist Explosivkraft dabei, da ist alles dabei. Technik ist da. Ich liebe diese Gewichtsklassen. Aber bist du leider in Deutschland einer der wenigen? Leider, ja. Ja. Das ist immer den deutschen Boxfans da nicht einzuprügeln, dass wirklich in unteren Gewichtsklassen die Kämpfe unwahrscheinlich interessant sind. Ich meine, wenn man jetzt die beiden Kämpfe vergleicht, der Schwergewichtskampf und ihn hier, dann das sind Welten dazwischen. Ist das natürlich ein Riesenunterschied, was die Boxerische angeht. Ja, Kondori war hier ganz kurz in Schwierigkeiten, als er in der Ecke an den Seilen stand und Vázquez seine Hände losgefeuert hat. Aber war auch wieder diese Rakete raus. Ja. Hat er gut gelöst. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt in der dritten Runde genauso weiter knallen wie davor. Der Vázquez, also ungefährlich ist der Kerl nicht. Ist ja interessant, gegen wen er so gekämpft hat. Also wie gesagt, den ersten Kampf gegen den Landsmann Biagio Grimaldi hat er verloren. Und dann die drei Siege hat er gegen Boxer aus Afghanistan, aus Malta und aus Tunesien eingefahren. Schön ausgewichen. Er versucht das mit Gewalt hier, der Vázquez. Oh, ist gut, zu solchen kommen die Rechte. Er muss von den Seilen weg, da ist er gefährlich, wenn er ihn da hat. Nochmal die Rechte, ja, langsam. Nochmal links. Oh, jetzt immer ein bisschen Schwierigkeiten. Er schafft es jetzt immer öfter, ihn zu stellen. Kondori vernachlässigt gerade seine Beinarbeit, die er am Anfang gezeigt hat. Ja, und seine Führungshand. Also die Führung dann schnell rausgeschossen hat, da hat er Schwierigkeiten gehabt anzukommen und jetzt lässt er ihn da immer näher kommen und das ist ja genau das, was wir will, der Vázquez. Nahkampfmaschine. Ja, ist ja auch genauso gebaut, ein kurzer, stämmiger Typ,
mit sehr viel Explosivkraft. Das ist genau das, was er sich erhofft vom Gegner, dass er stehen bleibt und ihn seine Treffer an den Mann bringen lässt. Da haben wir mal schön die Linke. Ja, sobald er die Führungshand wieder auspackt, setzt er selber wieder schöne Treffer, der Kondori. Schön. Ah, diese kurzen Haken, die tun schon weh. Aufwärtshaken, sehr gut. Der Vasquez. Sehr unberechenbar. Also das ist eine spannende Angelegenheit, der Kampf. Ich würde sagen, die erste Runde war ausgeglichen, da haben sie beide nicht allzu viel gemacht. Zweite vielleicht leichte Vorteile für Kondori und die dritte jetzt hier, was ist mit guten Treffern und harten Treffern. Und ich denke, die dritte Runde hat er sich geholt, also wäre es jetzt erstmal ausgeglichen. Und drei Runden haben sie ja noch. So, anschließend haben wir dann den Kampf von Darius Lasotta gegen Eduardo Sacramento da Silveira. Dann kommt Martin Huben gegen Omar Garcia. Wird auch eine harte Nuss für den Martin Huben. Der Garcia ist kurzfristig eingesprungen für den Portugiesen Octavio Pudivit. Ja, und dann kommen die Hauptkämpfe. Heute Abend, wie wir uns natürlich alle freuen, mit Jack Kulkai gegen Juan Adrian Monzon. Die IBO-Weltmeisterschaft. Etinosa Olia gegen Julio Alamos. Und der Höhepunkt dann natürlich Vincenzo Il Capo Gualtieri gegen Esviva Falcao. Einfach mal kurz so im Schnelldurchgang, was uns heute Abend noch erwartet. Ja, ich denke, es ist wichtig, jetzt für Kondori wieder zurück zu den Basics zu kommen. Das, was er in den ersten zwei Runden gut gezeigt hat. Hinter der Führhand und hinter der Beinarbeit. Ja, sich da an die Ringseile zu stellen und zu warten, ist Quatsch. Dafür ist er zu stark im Nahkampf, der Vasquez. Da war eine gute lange Linke von Vasquez drin. Nochmal hier. Oh, Wahnsinn, jetzt packt er aus. Jetzt packt er richtig aus. Kopftreffer. Ja, die Kopfhaken sind brutal. Auch mal für zwei gute Rechte von. Meine von Güte, toller Kampf. Er wird immer stärker. Hin und her geht's jetzt hier. Fuß an Fuß. Was packt er jetzt gerade für Bomben aus? Schöne Kombination, wie schnell die auch kam. Drei Hände, der Abschluss zum Körper. Sehr gut gemacht von Kondori. Also man sieht auf jeden Fall den Unterschied im Tempo der beiden. Kondori, der mit den schnelleren Händen. Aber die Schlagkraft ist auf jeden Fall auf der Seite von Vasquez. Aber guter Konterboxer, der Kondori. Wenn der Vasquez da angeflogen kommt, dann muss er erstmal die Ruhe haben, da die Konter zu setzen. Das macht er eigentlich ganz gut. Ja, man sieht, Kondori ist ruhiger geworden, zurückhaltender.
ist nicht mehr ganz so entspannt hier im Ring wie davor. Jo, also nach wie vor guter Kampf, hohes Tempo, gute technische Finessen, die wir hier sehen, und ein, ja, zwei Boxen mit verschiedenem Kampfstil. Der eine versucht es ja mit Technik und der andere schon mit Gewalt, der mit der Brechstange. Mit der Brechstange, der Vasquez. Edmund, du bastelst gerade wieder an einer neuen Kollektion. Richtig. Wie läuft's? Es läuft sehr gut. Wir haben schneiderst du selbst? Ja, ich schneide zum Glück nicht selbst, aber ich bin mit am Designen. Ich sitze immer direkt mit in der ersten Linie und schaue mir genau an, was produziert wird, wie das produziert wird. Ich reise dann auch immer in die verschiedenen Länder zu unseren Produzenten und habe immer ein Auge drauf, dass die Sachen unseren Vorstellungen entsprechen. Ja. Und das ist eine MMA-Kollektion, oder? Die ist schon draußen. Die ist schon draußen. Die MMA-Kollektion ist schon draußen, da haben wir jetzt auch schon einige Athleten damit ausgestattet. Und jetzt kommt in wenigen Wochen, in 3 Wochen, wieder unsere Streetwear. Okay. Ja, unser Streetwear-Drop für alle, die eine Leidenschaft für den Sport haben, aber ihn vielleicht nicht auch selber ausüben, unbedingt. Alles klar. Also, dann freuen wir uns auf modisch gekleidete Sportler. Ich freue mich natürlich auch hier, dass da am Ringrand auch Ringlife steht. Das ist für mich auch eine Freude. Da haben sie ja nicht umsonst hingestellt wahrscheinlich. Hoi. Aber echt ein super Kampf. Muss ich sagen. Und das ist ein Kampf, den man sich gerne anschaut. Ja, und wenn du jetzt auf den Zettel guckst und sagst, naja, da kommt Vasquez gegen Kondorl. Ja, okay. Oh, wow. Aber was hier beide im Ring zeigen, ist echt stark. Jetzt legt Vasquez wieder los. Wow. Harte Treffer von beiden jetzt. Fünfte Runde, Tempo immer noch sehr hoch. Na, immer diese überfallartigen Attacken da von Vasquez. Hier ist ein bisschen weniger geworden. Aber hat natürlich auch einen Stil, der wahnsinnig viel Kraft kostet. Er kommt etappenweise immer. Nach. Er kommt, feuert 10 Sekunden lang alle wilden Schwinger raus und dann braucht er erstmal wieder 30 Sekunden, um sich wieder ein bisschen zu erholen, die Batterie aufzuladen. Und dann geht das von vorne los. Kommt er wieder. Oh, wow, jetzt zwei, wird es gefährlich. Jetzt packt er alles aus. Er muss raus, aus der Ecke raus. 2, 3, 4 Treffer. Hart hintereinander weg. Es treibt dann vor sich hin, schon wieder die Rechte drin. Er kann auch viel vertragen. Wie ein Bulle marschiert er hier gerade auf ihn zu. Wahnsinn. Der Vasquez packt gerade in dieser Runde alles raus. Also der wie ein Dieselmotor. Jetzt ist er erst gerade warm gelaufen und legt richtig los. Ja, das könnte noch eine richtig knappe Kiste werden hier. Das ist schon eine knappe Kiste. Ja, wir sind noch knapper. Also ich muss ein bisschen, ich glaube, meiner Meinung nach die ersten 2 Runden waren für Kondori. Und jetzt die letzten 2 oder vielleicht sogar 3 Runden waren für Vasquez. Also wenn jetzt Kondori die letzte Runde nicht eindeutig gewinnt. Wobei die erste Runde muss man ihm auch nicht geben, aber kann natürlich, ja. War eine enge Nummer. Aber hat sich der Kampf auch entwickelt, ne, von der ersten Runde, wo man dachte, naja gut,
tasten sich da so ein bisschen ab, aber dann haben die ja losgelegt und der hier, guck dir mal den Vasquez an. Ja, der ist aber auch wirklich konditionell sehr gut austrainiert. Absolut. Nach solchen Händen dann immer noch fit zu sein, ist eine Leistung. Ja, da kann man sich schon mal 6 Runden angucken. Ja, ich hoffe, in der 6. Runde geht es jetzt genauso weiter. Aber das ist auch eine... Ja, das ist ja, wie gesagt, 55 Kilogramm. Wenn du irgendjemandem da draußen erzählst, ey, das ist ein geiler Kampf, der jetzt kommt. Genau. Beide Fighter wiegen 55 Kilogramm. Da lachen die meisten und denken sich, okay, mein kleiner Cousin mit 9 Jahren wiegt schon 50 Kilogramm. Was soll man da erwarten? Aber das sind Fighter, die wirklich kämpfen können. Und die haben dann auch mal Luft, über mehrere Runden hinweg so zu brettern, wie die beiden es tun. Schaut euch das mal an. Der Vasquez haut die gerade Hände raus wie auf eine Pinata. Jetzt nimmt er die Hände. Aber er muss auch mal die Hände hochnehmen. Ja. Oh, meine Güte. Also noch ein Eisenschädel hier, der Kondori. Wahnsinn, Wahnsinn. Da hat er 4, 5 hintereinander da schlucken müssen. Und der Konto marschiert, der Vasquez. Vasquez marschiert wie so ein Wildgewordener. Ja. Ja, der ist Adrenalin kommt ja aus der Nase raus. Da gab es auch einen anderen Fighter in der Geschichte, der hieß Jake LaMotta. Den hat man The Raging Bull genannt. Also wenn man sich jetzt hier Vasquez anschaut, dann ist es The Raging Bull Junior. Ja, signalisiert immer, komm Junge, du kannst mir nicht wehtun, aber ich dir. Das ist immer das große Manko, wenn man selber nicht über die Schlagkraft verfügt, um einem Gegner Respekt einzuflößen. Am Anfang hatte Vasquez noch Respekt, aber nicht vor der Schlagkraft, sondern vor der Schlaggeschwindigkeit von Kondori. Und nachdem die jetzt ein bisschen nachgelassen hat, bleibt nichts mehr viel. So, noch knapp 30 Sekunden. Müssen wir noch mal alles auspacken, der Vasquez, wie ich den kenne. Körpertreffer. Gut, Richtung Leber da gezogen. Also ich sage wirklich, die restlichen Kämpfe, die heute kommen, die müssen alles geben, um diesen Kampf toppen zu können. Das könnte jetzt schon Kampf des Abends sein. Oh, Wahnsinn, aber er bleibt der stehen. Bursche. Und der knallt noch bis stark zum Schluss. Was für ein Abschluss, aber gut. Da müssen wir jetzt... Kondori hat den Kampf abgegeben. Also für mich, Vasquez. Für mich auch. Vasquez hat mindestens wahrscheinlich die letzten 3 Runden durchgehend gewonnen. Starker Abschluss, sehr, sehr stark. Also ich hätte nach den ersten 2 Runden nicht gedacht, dass er so stark nochmal in den Kampf reinkommen wird. Ja, der hat sich richtig festgebissen in den Kampf. Das war irre. Sehr krasse Leistung. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was die Punktrichter da gesehen haben. Hier nochmal. Ah, dann in der Ringecke gestellt. Und das ist halt der Fehler, den er allzu häufig gemacht hat. Der Kondori, dass er sich da an die Seite gestellt hat. Und dann hat er die Dinger kassiert. Hier auch nochmal. Sie sehen die Rechte. Bei mir linker. Rechte. Meine Güte. Da hat die alles, aber auch aufgeladen. Dass da alles an den Kopf geflogen ist. Guck mal an. Allein die 15 Sekunden lang, um die Runde zu gewinnen. Was er da getroffen hat. Also der Schaden, den er auch mit diesen Händen angerichtet hat, der wird auf jeden Fall sehr, sehr hoch bewertet. Dennoch, egal wie das Urteil ausfällt, das war ein wunderschöner Fight. Klasse. Ja. Vasquez. So, die Ringgirls stehen auch bereit. Sabina, Lilly und Luana, um das auch mal gesagt zu haben.
Maurizio Rinaldo in der Ecke von Vasquez. Und jetzt. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, the result of this fight. Das Ergebnis dieses Kampfes ist a draw. Unentschieden. Oh, unentschieden. Ja, da sind jetzt beide enttäuscht, aber ich glaube, der Vasquez Farin Condori kann da enttäuschter sein. Also für mich hat er das Ding gewonnen hier. Ein glückliches Unentschieden für Farin Condori auf alle Fälle. Ja, also es sind die ersten zwei Runden, wie gesagt, meiner Meinung nach, die er bekommen hat. Die nächsten vier Runden, das ist ein bisschen schwierig. Drei davon gingen auf jeden Fall meiner Meinung nach an Vasquez. Und bei der einen muss man dann wirklich nochmal ganz genau hinschauen. Aber er hat immer die klaren Treffer gesetzt. Ja. Ist egal. Ist auch kein Fehlurteil jetzt in dem Sinn. Man kann auch ein Unentschieden geben. Aber ich hätte gedacht, dass der Jaila Vasquez aus Italien den Kampf hier für sich entschieden hat. Ja, nach den letzten drei Runden hätte ich das sogar auch geglaubt. Aber ich habe ja vorhin gesagt, es könnte noch echt knapp werden.